mal wieder. Wir sind jetzt noch am Dreh von The Key. Das stimmt. Und wo genau befinden wir uns hier gerade? Wir sind jetzt im Schiffsinneren von diesem Hapag-Lloyd-Schiff. MS? Europa die Zweite. Ah, stimmt. Okay, das ist ein geiles Schiff. Sehr interessant und Frankreich, ich liebe Frankreich. Britannien, ist das jetzt so dein neues Lieblingsort? Ja, früher während meiner Studienzeit war ich hier und habe ein bisschen Unterricht gegeben, so mit, in Britannien-Kunde. Das ist sehr schön hier. Super geil. Und wie läuft das mit diesem Ambassador? Also du bist jetzt für Jaguar, Land Rover? Ich glaube, ich bin Jaguar, ich bin Land Rover, ich bin so ein bisschen alles. Was hörst du da? Jetzt momentan fahre ich den Range Rover, den neuen, und der ist sehr geil, aber ich liebe auch den XJ, ich liebe den XKRS, ich liebe die ganze Flotte, muss ich sagen. Die haben wir ja alle drin im Film. Ja. Wie gefällt dir denn der Film? Also, wie mir der Film gefällt, kann ich noch nicht sagen, weil er ist noch nicht gedreht. Wir drehen ihn ja gerade eben. Wenn er dann geschnitten ist und er mir dann gefällt, werde ich dir sagen, wie er mir gefällt. Hast du das verstanden? Dann formuliere ich die Frage anders. Wie gefallen dir denn die Dreharbeiten hier? Also momentan sind sie sehr kühl, aber trotzdem durch, da ist er, kommen wir herein, unser Regisseur, ja, und Fotograf, durch Mike Asato, sind sie sehr entspannt. Er ist immer warm angezogen. Ja, im Gegensatz, hat, ja. Hat immer, aber ich habe ja auch mehr. Auf ja. Gesicht. Ja. Bringt ich muss immer verstecken hinter der Marke. Wie sieht der Beste aus? Ne? Ja, er muss mehr frieren, ich bin ja dicker angezogen, aber dadurch, dass das Hafenbecken laufen muss, ja, was wir dann auch später schön im Film sehen werden, und war schon kühl. Ja. Sehr interessante Dreh in der Bretagne auf jeden das Fall. Hast gesehen, frische Meeresluft geschnuppert und dann noch am Marc, Flugplatz. Genau, Marc ist ja gelandet, ist ja noch mit dem Vlad mit seinem Privatjet eingeflogen. Mit ja. dem kleinen. Ja, das klein, das kleine Jet. Muss das mal einen kleinen haben. Propellermaschinchen war das eigentlich. Ja, aber es war sehr nett, es hat Spaß gemacht. Ja. Windig, aber dennoch bin ich gelandet. Ja, klingt also, doch gut. Mike, und du bist so zufrieden hier? Ja, Sensation. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn noch die Dreharbeiten, die noch anstehen in Berlin mit Marc, ja, die wir dann mit Stefan Luca zusammen machen. Und dann als Final, denke ich mal, freue ich mich am 13. April, wenn wir das Ganze da zusammen gemeinsam präsentieren. Basierte ja auch so ein bisschen noch auf Marcs Mitidee, als wir mal uns unterhalten haben, sagte hier Mike, wie sieht's denn aus mit Fotos mal? Ich sagte ja, und irgendwann kam es, so, vielleicht machen wir mal ein Filmchen. Und so ist das Ganze mal irgendwann mal entstanden, als ich auch mit der Judith Bellmer zusammen saß, und so ist es ins Rollen gekommen. Ja, ihr zwei könnt gut miteinander arbeiten. Ja, ja, ab und zu gibt er mir eine, ich gebe ihm eine, aber sonst ist alles gut. Nee, ich kenne ja Marc schon sehr, sehr lange. Wir haben ja viele Ausstellungen auch zusammen, auch mit Aaron und so. Also sieht ganz cool. Und wir hatten viele, viele Fotoshoots. Wir hatten ja auch Fotoshoots jetzt mit dem Range gemacht. Für das Ausstellungsprojekt und überhaupt für seine Kooperation mit Jaguar. Ich denke mal, wird eine spannende, schöne, langfristige Geschichte. Ja, spannend auf jeden Fall. Wir sind alle sehr gespannt und freuen uns sehr auf das Ergebnis. Ja. Dann genau. Wünsche ich euch noch viel Erfolg bei den ganzen Dreharbeiten. Danke. Und wir sehen uns in Berlin. Ne? Ich freue mich sehr. Also, ciao. Ja, ciao.